Morgen hat Kat Geburtstag. Wir möchten sie heute Nacht ein bisschen überraschen. Happy birthday to you. Ich bin jetzt schon ready für das Training. Ich hab einen Fleck. Mir ist da gerade die Gurke runtergefallen. Ich habe nämlich gerade gefrühstückt. Und zwar gab es bei mir 3 Eier und Gurken. Und jetzt hole ich Yannick ab und dann gehen wir zusammen ins Training. Anna ist krank, deswegen bleibt sie zu Hause. Was macht die? Erwischt! Was hast du gerade gemacht? Ich habe gerade aus dem Klo Wasser getrunken. Mina, hast du gerade aus dem Klo Wasser getrunken? Na gut, ist ja auch sauberes Wasser, ne? Hallo. Eliana! Guten Morgen! Ei. Ei. Ich stand in Umarmung. Kriegt Tante eine Umarmung? Okay. Ist der Versammlungsraum, oder? Oh, was ist denn das? Ist das die Raupe Nimmersatt? Nee, das ist eine ganz normale Raupe. Okay. Hi. Liana? Hi. Liana, mach mal Yoga. Traut sich nicht, wenn jemand Neues dabei ist. Ja. Jemand Neues, danke. Jemand Fremdes. Oh, wieder zurück. Wieder zurück. Ja. Ja. Super. Eine Seilspring-AG. Ja. Gibt's das? Oh, geil. Wir haben so einen Wettbewerb und sowas. Ja, mit sowas, ja, mein Wettbewerb und so. So wie Jump, wie hieß es mit dieser Cordon Bleu, oder wie heißt es, von High School Musical. Ah. Jump, wo die uns auch in so Jump-Wettbewerben, ihr wisst, was ich meine, Leute. Ich kenne nur Cordon Bleu. Ich muss nur die Verzweiflung im Gesicht ansehen. Also Lunge und dann einfach nur so halten oder hoch? Und dann geht hoch. Oh. Wenn dein Knie hochkommt, geht der Arm auch hoch. Oh. Okay? Also so? Jawohl. Oh, Gott. Das war schon schwer. Los geht's. Ich fliege am Freitag, heute haben wir Mittwoch, am Freitag kommt es dann so richtig und dann könnt ihr es einfach im Flug aussitzen. Ah. Und los geht's. Alle drei unten auch nicht. Okay. Die ersten sind mir noch gut. Oh Gott, wir fertig, Leute. Wirklich, er ist wirklich nicht schwer. Okay. Okay. Übung Nummer 3. Okay. So. Es ist wirklich nicht schwer, wenn du ihn annimmst. Du kannst sie aber die Füße hochheben. Okay. Und los geht's. Und ich muss so machen. Ja. Okay. Wenn ich oben muss, muss ich runter gehen. Nein, dann musst du hoch. Jetzt musst du runter. Ach so, okay. Die Kniebeuge, genau. An den Motor. Aber nicht so krass. Ich will euch alles freuen. Das hat aber nichts mit dir zu tun, das musst du halten. Okay, warte.
Also ich kann das gar nicht. So, was anderes wollen wir machen. Du, du mal. Okay, hier, du mir die Füße, zeig mir, was ich meine. Das ist einfacher. Die Füße halt nicht einfach. Und hier? Ach so, ich mach gar keine Arme, mein Arm. Oh, oh, oh. Und dann jetzt. Schon schwierig. Ich kann das nicht. Also wirklich. Ich probiere es mal, weil das kann ich auch nicht. Versuch du mal. Ja. Und auch hoch? Ja. Genau, das ist die Übung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, man kriegt nur 2 oder 3 Ringe, das war's. Ja. Ja, wir müssen was anderes machen. Also, ich glaube, das ist was anderes. Ich glaube, wir sind zu schwach. Ja. Hallo. ich hätte gerne einmal ein Eiskaramell Macchiato in L. Und 2 Apfelkuchen. Eiskaramell. Wollt ihr haben? Bitte schön. Okay, du hast sie doch diese ganze Zeit. Okay, was ist das für ein komischer Dude? Ja. Willst du mal eins probieren eigentlich? Mhm. Ich finde, das ist zu, da ist zu viel Crushed Eis drin. Ich habe auch Eisstückchen im Mund gehabt. Ja. Drüber sein. Wir haben gerade nämlich bei Coffee Fellows, ich möchte keine Namen nennen, Coffee Fellows bestellt. Das war nicht gut, Leute. Ja, also. Ich habe ein Eis Matcha Latte bestellt. Also ich weiß nicht, ob ich schon mal Matcha getrunken habe. Das ist dieses grüne Zeug, was so Pulver kommt in Milch und wird dann so gedreht, damit das Pulver sich halt auflöst, logischerweise. Und bei Starbucks machen die das einen Mixer. Ja. Schon mal viel besser, ja. Ja. Ich habe gerade gesehen, er hat es mich auch schon, ich habe schon gedacht, ach, es wird safe nichts. Er hat es mich mit einem Schneebesen gemacht. Mit einem Schneebesen? Ja, und das wird toll. Da sind auf jeden Fall Brocken drin. Ja, und diese Matcha-Pulver-Brocken, die schmecken ja richtig bitter. Genau, wenn man die nämlich einzeln isst, sind die voll bitter. Die werden nur mit Milch gut. Ja. Und die hat noch nur Sojamilch. Ich wollte Mandel oder Hafer. Ja, man mag einfach diese Auswahl, ne? First World Problems. Ja. Also im Eiskaramell Macchiato kann man ganz gut trinken eigentlich, aber ja, bei uns im Pforzheim gibt es noch einen Coffee Fellows. Aber let's keep it real, Starbucks ist der Winner. Aber der Apfelkuchen ist geil. Kennt ihr den veganen Apfelkuchen? Also, ja. Wir befinden uns jetzt gerade bei Kat. Eliana hält gerade einen Mittagsschlaf, weil bei uns gibt es zu Hause gerade keinen Strom. Der wurde nämlich vorübergehend abgeschaltet, weil, keine Ahnung, die Stadtwerke irgendwas machen will, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir halt die Info bekommen, deswegen sind wir hierher gekommen. Ich arbeite gerade am Laptop bzw. schneide einen Blog. Währenddessen kriege ich eine Maniküre. Goals! Juli hat jetzt Feierabend. Scheiße, die Vlogging hat bald keinen Akku mehr. Haben wir hier ein Ladekabel? Ja, auf jeden Fall, genau. Heute ist ja der 4. September und morgen hat Kat Geburtstag. Wir möchten sie heute Nacht ein bisschen überraschen. Deswegen habe ich einen Kuchen bestellt. Dann werden Juli und ich jetzt abholen. Mann, scheiße, wir haben kein Ladekabel. Sie wird 25, ey. Sofort geht's auf die 30 ja, zu. Ja, geht immer mehr auf die 30 zu, Leute. Man wird nicht jünger. Gerade blöd, dass ich. Also, du solltest die Zeit nutzen, solange die Kamera an ist. Naja, auf jeden Fall, genau. Wir fahren jetzt einen Kuchen abholen und werden sie heute Nacht überraschen. Heute um 0 Uhr. Eliana ist so lange bei ihr. die ist jetzt gerade aufgewacht von ihrem Schönheitsschlaf heute Mittag. Leo ist gerade beim Friseur mit Yannick. Und meine Mom ist jetzt auch gerade bei ihr. Morgen wird es auch eine kleine Feier geben. Da hat sie auch schon einige eingeladen. Echt? Für mich nicht. Ja, du bist ja selbstverständlich eingeladen, Schatz. Oh, du brauchst keine extra Einladung hier. Extra. Wir haben die Torte jetzt abgeholt. Und jetzt geht's nach Hause. Wir müssen das Auto richtig krass runterkühlen. Also Schatz, um das Fenster zu machen. Und das hier auch. Ja, weil ja, die muss jetzt hier fresh gehalten werden. So sieht die übrigens aus. Richtig schön.
Und oh. Da ist gerade ein kleiner Junge hingefallen. Ach, gerade hat geheult. Dame. Ich habe überlegt, sollen wir ihn heimfahren, aber irgendwie ist auch komisch. Heutzutage ein Kind heimfahren ist gefährliches Terrain. Ja, deswegen. Die Eltern haben bestimmt gesagt, nicht in fremde Autos steige. Ja. Ja, aber hast du auch recht. Also weißt du, wenn du Eltern sagen das, dann würde ich auch meiner Tochter sagen. Ja, ist ja auch richtig so. Ich meine, klar, ich würde sagen, 95% der Leute wären gut und würden nicht nach Hause fahren, alles gut. Dann gibt es halt so einen Vollidiot, der es halt nicht macht. Ja. Und so schlimm sah es auch nicht aus, dass er nicht mehr heimlaufen hätte können. Weißt du, ich meine, der sollte diese Schramme da. Ja. Machst du kurz das Navi rein? Ja. Wir sind jetzt bei Kat angekommen. Ich bin jetzt hier gerade in der unteren Wohnung. Die ist gerade oben. Und genau, hier ist der Kuchen. Ich habe jetzt den Kühlschrank extra von zu Hause mitgenommen. Das ist nämlich ihrer. Und den braucht sie eben morgen für die Geburtstagsfeier, für Getränke. Deswegen habe ich die jetzt mal mit. Habe den auch schon angemacht. Und da werde ich jetzt den Kuchen reinstellen. Und ja, damit er bis 0 Uhr fresh bleibt. Wir chillen hier gerade alle zusammen und feiern gleich Kats Geburtstag rein. Wir wollen gleich einen Horrorfilm gucken. Nein. Oh Mann, ich hab voll Bock auf den Horrorfilm. Also verbringen wir gerade den Tag vor meinem Geburtstag. Wir feiern den rein, indem wir Stern-TV gucken. So sieht's aus, wenn er 25 wird. Ja, gehe ich auf den 30. Cut. Das ist ein Vierteljahrhundert alt. Achso. Achso, grüß Gott. Also ein Drittel deines Lebens hast du schon das. Du bist auch bei 26. Das heißt, jetzt ist die Jugend vorbei. Da kommt die Bin schon erwachsen. Ich bin schon erwachsen. Ich werde bald erwachsen. Ja, und das heißt, ich kann bald günstiger ein Auto mieten. Was kannst du noch so sagen, was so die Vorteile sind? Die Leute fragen, wie alt bist du? Dann sage ich 25. Dann sagen die, was? Schon? Dann sage ich, ja, ich weiß. Du bist auch ein Sprache. Also schätzen sie immer voll jung ein. Ja, ich sehe aus wie 12. Über Storys. Mich schätzen die eigentlich schon 25 ein, glaube ich. Ja. Aber die sind immer schockiert, wenn ich sage, ich bin die Ältere von uns beiden. Also von Anna und mir. Du solltest jetzt sagen, wir haben schon mit Anti-Aging starten. Ach, das mache ich schon längst. Das mache ich schon längst. Hab schon Anti-Aging-Cremes und so. Benutze sogar schon Sonnenschutz, damit ich keine Falten bekomme, du. Machst du das auch schon? Nee, Falten geben Männern Charakter. Hm. Okay, du hast ja noch nicht nötig, weil alle schätzen dich auf 12. Wir haben schon gedacht, ey, früher hat man Geburtstage reingefeiert, ey, da ist die Sau abgegangen. Da haben wir uns alle irgendwie zugesoffen, ich schätze. Nee, wir waren nicht so. Und jetzt? Und jetzt chillen wir auf der Couch und schauen Stern-TV. Ja, man wird halt erwachsen, Schatz. Also, habt ihr euch jetzt für einen Horrorfilm entschieden? Achso, nee, wir haben hier Spaß. Nee, oh, sorry, mal. Ich bin jetzt bei 25, ich verstehe keinen Spaß mehr. Kannst du überhaupt noch lachen? Ich lache nur noch so. Du musst nur noch lol. Das mache ich schon längst. Und alle sagen so, oh, benutzt man das heutzutage noch? Ey, du machst so lol und lachst doch immer. Ey, aber lol ist wirklich ein Wort, was, ich hab das Gefühl, was nur unsere Generation, also was unsere Generation auszeichnet. Sieht man das überhaupt noch vor dem ganzen Rauch hier? Ja, wir sagen ja LOL. Ja, ich sag so oft LOL. Ich bin jetzt generell so krank über diese LOL, WTF, OMF, sag ich auch voll oft. OMF, sag ich voll oft. Einmal habe ich Ruffel gesagt, dachte mir so, oh Gott. Ja, Ruffel sag ich aber auch manchmal. Ruffel, gell? Wenn's richtig witzig ist. Ja. Ruffel. Und gestern hast du gesagt, also, verwahren. Verwahren, Ja, das, nee, das ist auch eine Abkürzung. Der hat sie gefragt, ob ich etwas für sie verwahren kann. Ja. Okay. Und Leo dachte ich so, hä, Kat kennt solche Wörter? Nein, aber ich dachte, das passt jetzt nicht in deinen üblichen Sprachgebrauch. Aber in letzter Zeit voll oft, gell? Ein schönes Wort. Was findest du denn schön? Käse. Ja, zum Beispiel, das geschmolzener Käse. Wenn es jemand sagt, sich wohlklingend anfühlt. Tatsächlich. Moment, um was geht's jetzt? Verstehe ich Sachen. Also so ein Wort wie Wort, dass alle das Leute dann denken so, ah, der ist gebildet. Nee, wo es sich schön anfühlt, wo gut anhört. So ach so. Menschlichkeit.
Ja, dann denke ich mir direkt, Menschen sind scheiße, das ist kein schönes Wort. Das ist ein gruseliges Gefühl. Genau so. Schöne, ja, irgendwelche Wörter, die, wenn man jemand sagt, sind schöne Wörter. Apokalypse. Das ist so negativ heute. Plastik. Leo denkt, das ist Marken, ne? Ja, ich denke. Herr Leo findet echt immer schöne Worte. Komm, sag. Ja, jetzt bin ich unter Druck. Okay. Abstinenz. Das ist ja so negativ. Warum? Für die ganzen Säufer ist das bestimmt ein schönes Wort. Ich bin schon 70 Tage abstinent. Bei mir im Büro sagt schon Serviette, Serviette. Serviert? Aber das, doch, das war letztes Mal. Also, da ging auch schon die Umstimmung. Ja, genau. Das heißt aber Serviette. Das heißt Serviette, ja? Ja, aber ein paar Leute sagen Serviette. Serviette ist das hier. Ja, genau. Ich serviere. Ich servierte dir. Ich servierte, genau. Aber nicht, also Serviette heißt es nicht. Okay, lass mal bitte über schöne Wörter nachdenken. Aber Melancholie? Warum muss es dann positiv sein? Wenn du melancholisch bist, bist du eher so traurig. Ja, aber das Wort an sich einfach nur Melancholie. Melancholie schon. Das ist irgendwie schön. Melancholie. Also das hört sich ausgesprochen schöner. Ja. Aber was einen tieferen Inhalt hat. Ey Mann, ich lese gerade so ein Buch, da benutze ich die ganze Zeit voll schöne Worte, weil ja, ich immer denke, die müssen mehr Sprachgebrauch. Ich weiß es selber gerade nicht. Ich finde, Menschlichkeit ist ein tiefen, hat eine tiefe Bedeutung. Wärme. Ja, zum Beispiel. Aber in welchem Zusammenhang? Okay, gut, dann haben wir es jetzt erklärt. Okay, Leute, schreibt mal in die Kommentare, schöne welche Wörter sich für euch schön anhören. Eliana. Oh, Eliana. 5, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, scheiße, schon 3 Sekunden später. Happy Birthday! Woo! Alexa, sing Happy Birthday. What's happening there? Alexa, Lautstärke 6. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Kat. Happy Birthday to you. Auspusten. Auspusten. Oh, danke schön. Ja, du bist 25, klar, halt so. Oh, danke. Hast du dir was gewünscht? Was wünschen? Nicht sagen. Also. Alles Gute. Danke. Ey, sollen wir den von morgen aufheben? Ja, okay. Können wir auch machen. Das ist ja schon besser zu geben. Ein paar Feuer, oder? Ja, eigentlich. Oh. Oder wollt ihr jetzt essen? Keine intime Sekunde. Winterzauber in Paris. T-Wop. Das war genau gleich. Gut, ja. Ein Silvester in Dubai. Ja. Silvester in Dubai. Wir sind wieder zu Hause und ich habe jetzt gerade noch ein paar Pakete ausgepackt, denn mein eigentliches Geschenk für Kat ist nämlich angekommen. Und zwar schenke ich ihr einen Reiskocher. Ja. Ein sehr praktisches Geschenk, würde ich sagen. Die haben nämlich noch keinen. Und das ist so ein etwas kleinerer, also 1,2 Liter von Reishunger. Das war es dann auch schon mit dem Vlog für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye!